Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3 und mir, eurem Levos Kisan. So, wir fliegen erstmal hier ein bisschen lang. Entschuldigung, da lang. So, wir haben letztes Mal auf dem erstmal das Luftschiff natürlich gefunden und haben gemerkt, hier in diesem netten Dörflein ist eine Metrillmine, die sollten wir nicht begegnen. Haben ein bisschen was ausgerüstet. So. Und wir wollen hier hin. So. Deswegen landen wir da mal. So. Schloss Sazun. Moin. Während meiner Abwesenheit wurde ein furchtbarer Fluch über die Bewohner vom Schloss Sazun gelegt. Man sagt, dass sie nur mit der Kraft eines Matrillrings retten könne. Aber Kasus hat das gleiche Schicksal wie Sazun erteilt. Ich muss etwas unternehmen, aber wo finde ich nur einen Matrillring? Ich bin die Tochter des Schmieds aus Kasus. Der König muss meines Vaters Ring noch haben. Wir möchten uns den Matrillring eures Königs leihen, um Kasus zu retten. Lasst ihr uns durch? Eine Audienz mit dem König? Ja, das kann ich organisieren. Kommt, ich werde im Thronsaal auf euch warten. Das geht schnell. Bin ich ganz ehrlich, das geht schnell. Also wenn man so eigentlich denkt man sich hauptsächlich so, nö. Gibt's nicht, geht nicht, ab. Nö. Noch mehr Strichmännchen. Naja, Umrisse von Männchen. So, quatschen wir aber alle mal nicht an. Wir gehen einfach mal hoch in den Thronsaal. Ich weiß, da liegt eine Kiste, aber da kommen wir nicht ran gerade. So. Der Fluch des Djinns hat uns alle getroffen. Auch mich. Eure Majestät, diese Jünglinge und Dame begehren euren Mithrilring, um den Fluch zu brechen, der auf uns und Kasus lastet, aufzuheben. Der Mithrilring? Ihr möchtet seine Kraft nutzen, um den Djinn wieder zu bannen? Dann will ich ihn euch gewähren, doch meine Tochter trägt den Ring und sie ward verschollen, als sich der Fluch über uns legte. Wenn die Prinzessin den Ring bei sich trägt, dann hat sie vielleicht der Djinn entführt. Wenn er Sarah wirklich in seine Höhle im Norden verschleppte, dann bange ich um ihr Leben. Keine Sorge, Majestät, wir bringen sie zurück. Eure Majestät, mit Verlaub, ich möchte mit den tapferen Kriegern in die versiegelte Höhle ziehen und Prinzessin Sarah befreien. Ja, mein Deutsch ist wieder guter heute. Ein treuer Soldat aus den Streitkräften von König Sazun, der nur knapp dem Fluch des Djinns entkommen konnte. Sein wichtigstes Anliegen ist es, die verschollene Prinzessin Sarah zu finden. Ingus, okay. Kann ich mitleben, Ingus. Dies sei dir gestattet, Ingus. Wenn niemand Einwand erhebt, natürlich. Natürlich nicht. Sein Schwert ist zweimal so viel wert wie die dieser beiden hier. Hey, das ist nicht fair, aber ein Ritter seiner Majestät würde uns wirklich helfen. Ingus hat sich der Gruppe angeschlossen. Ja, schön.
In der versiegelten Höhle befindet sich ein Geheimgang. Sucht nach dem Skelettschlüssel. Ich verlasse mich auf euch, auf dich und deine Freunde, Ingus. Banne den Djinn und rette uns. Ja. Banne. So, und ich weiß. Moment, war das hier? Nee, hier war das nicht. Ich weiß, irgendwo war hier noch irgendwas. Nette Statue nebenbei, noch eine nette Statue nebenbei. Irgendwo war doch was. Ich erinnere mich doch. Irgendwo war doch was. Diese Grafik ist auch geil. Irgendwo war doch was. Da geht's nur raus, ne? Komm ich hier irgendwo? Westturm. Oh ja, hier waren ja noch Gegner. So. Machen wir einmal so. Zack. Zack, zack. Zack. Ihr seht, halt ein paar mehr Schläge mehr aus. Zack, zack. Zack. Zack, zack. 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 So. Da 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 da. Berufsstufe und dann Levers ist gestiegen. So, bevor wir da reingehen, mache ich einmal einen Cut. Also bis gleich. So, da bin ich doch schon wieder. Ich habe nur mal kurz was geguckt, weil in den Turm muss ich noch gar nicht. Ja, ich habe nebenbei noch was offen, um mir so eine Gedächtnisstütze zu haben. So, ich muss hier hin, weil ihr seht, hier links und hier rechts sind so ein bisschen was kaputt. Und da komme ich durch. Das hatte ich vergessen gehabt. Weil, hier liegt erstmal eine Truhe. Phönixfeder. Und die andere Seite, wie gesagt, es ist ein bisschen her, deswegen, ach, stopp. Nee, hier doch hoch. Genau, und hier müsste, glaube ich, genau, ha. Hier kommen wir nämlich zu dem Lederschild und Eis. Zu dem, was hier, die Treppe hier unter, ist die zum Thronsaal nämlich. Deswegen passt das so gut. So, dann wollen wir mal schauen. Hier sind nämlich auch nochmal zwei Truhen. 1000 G. Und 1000 G. Was haben wir da? Da haben wir nur so eine Quelle, so ein Bad. Deswegen lassen wir das mal. So. Dann wollen wir erstmal schauen. Rüsten. Wir rüsten mal. Nee, stopp. Wir legen mal alles ab. Sowohl bei ihm als auch bei ihm. Nein. Ja, ich muss. Entschuldigung, ich muss mich noch an die Steuerung wieder gewöhnen. Das ist ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen her. Wo ich das zuletzt gesehen. Zuletzt gespielt habe. So, das, was mir am meisten was bringt, wäre eigentlich wirklich diese Bronzekrallen. Ja,
Obwohl ich ja eigentlich kein Fan davon bin. Bin ich ganz ehrlich, ich bin da kein Fan von. Wir machen ein Langschwert und ein Schild dran. Weil das hilft uns wirklich am meisten momentan. So, Niederrüstung und das. So. Arc. Soll Schwarzmagier werden. Deswegen will ich ihn eigentlich auch auf Schwarzmagie trainieren. Allerdings ist sein Stab da ziemlich schwach. Und ich meinte, mein Schwert kann er trotzdem ja noch tragen. Obwohl, nee, er kriegt hier die Bronzekrallen. Dann kriegt er, kann er so noch mit angreifen. So. So und so. Ich will Ignus auch gut ausrüsten, deswegen würde ich ihm sogar ein Schwert und ein Schild geben. Lederhut. Lederrüstung. Okay, er hat kein Dings, aber naja. Das muss ich ihm gleich halt dann noch geben. So, und neun. Sie kriegt auch ein Schwert. So, Lederhut. Das und ja. So, genau. So, und hier habe ich den Eiszauber, den ich Arc dann gebe. Weil Arc soll wirklich Schwarzmagier werden. So. So. So, ich habe noch was vergessen. Ich habe da noch was vergessen. Hier hoch. Hier oben. Hier rein, nämlich. Hehehe. Ich bin gerade im Nichts. Ihr seht, nein. Hier hinten ist nämlich auch noch was. Und zwar noch ein paar Bronzekrallen. Die ich gleich auch ausrüsten werde. Und zwar an... ja, an sie. Weil sie wird ja Weißmagierin. Die wird später ja ein bisschen was auch so austeilen müssen. So. Dementsprechend, ne? So, wir wollen erstmal in den westlichen Turm, nämlich hier erstmal rein. Weil hier... Ne, hier ist nichts. Hier war... sind aber, soviel ich weiß, irgendwo... genau, hier. Hier ist mal ein paar Heiliger-Pfeil und Holzpfeil. Und hier oben, wer bist du denn? Vor ihrem Verschwinden betete Prinzessin Sarah täglich dafür, dass ihr Heil zurückkehren möge zu Ingus. Mhm. Aber zack, Potion, Holzpfeil und ein Bogen. Da wollen wir gleich mal schauen, was der Bogen zum Beispiel hat. Eine 10er Wertung. Okay, das wäre eigentlich gut, wenn... warte mal, dann machen wir das anders. Dann kriegt sie einen Bogen mit Holzpfeilen, mit... obwohl, mit Heiligen. Obwohl... nee, den Bogen spare ich mir mal auf. Aus einem einfachen Grund spare ich mir den Bogen mal auf. Weil, wer weiß, wann wir mal heilige Pfeile oder so brauchen. Und dann
wäre das ziemlich hilfreich. Wer weiß, welche Bossgegner oder so wir kriegen. So, und dann wollen wir mal hier rein. Hopp. So. Und ich habe ja hier. Die Dinger sind untot. Wie man sieht. Nein! So. Angriff auf ihn. Entschuldigung. So, wir machen Eis auf die. Und Vita auf die. Und du greifst nochmal an. So. Zack. Da das alles untote Gegner sind, müsste das eigentlich funktionieren. Jo, genau. Eis. Zing. Zing. Da 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 da. Stufe von Livers ist aufgestiegen. Stufe von Ark ist aufgestiegen. Stufe von Riffia ist aufgestiegen. So, mal nebenbei schauen. Stufe 5, 4, 4, 4. Okay. Ist schon mal nett. Obwohl, nee. Stopp. Da wir ja verletzt worden sind, gehen wir erstmal ins Schloss. Und heilen uns erstmal hier. Jo, hier übernachten. Ich level ein bisschen erstmal unten. Keine Angst. Nur leveln bis Level 6, sage ich mal. Also bis alle Level 6 erreicht haben, aus einem einfachen Grund. Weil dadurch könnten wir ein bisschen stärker werden. Deswegen renne ich hier mal ein bisschen so rum. Hier zum Beispiel. So. Angriff. Eis. Vita. Angriff. Zack. Vita. Wusch. Zing. Und zack. Der ist aber gut. Eis. Zing. So. Na 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 da 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 da. Verzicht das. Okay, Berufsstufe von Dings ist gestiegen. Ignus-Stufe ist gestiegen. Ignus-Berufsstufe ist gestiegen. Das ist doch schön. So. Und da haben wir nochmal ein paar Augen. Zack. Zack. Eis. Zack. Vita. Genau, Vita. Nur darauf und zack. Eis. Wusch. Zing. Hab. Zack, zack. Und wieder. Flop. Schon haben wir die auch erledigt. Ark ist gestiegen. Riffia ist gestiegen. So, alle sind 5. Okay, dann brauchen wir dementsprechend eigentlich nur noch eine Stufe für alle. Natürlich, zack, 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 zack. So, Vita. Ting, 54 und... Eis. Zack. Jo. Da 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 da. Berufsstufe von Livers ist gestiegen. Ja, okay. Wir laufen erstmal nochmal hier ein bisschen hin. Vielleicht level ich das dann doch offscreen. Zumindest übernachten wir erstmal. So.
So, und... Ah, ich habe geschlafen wie ein Stein, genau. EP und MP über... So, das war's erstmal von Final Fantasy 3 für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen wieder mal. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir in diesem nordwestlichen Turm da etwas höher gehen. Deswegen erstmal ein Tschüss, ciao, euer Livers.